Wo noch vor etwas mehr als 3 Jahren Braunkohle gefördert wurde, entsteht derzeit der größte künstlich angelegte See Deutschlands. Für nicht wenige ist der Cottbusser Ostsee die große Hoffnung für die Zukunft der Region. Und das, obwohl die Flutung noch nicht einmal begonnen hat. Die sollte eigentlich Ende 2018 starten, doch die Trockenheit hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun soll es in diesem Frühjahr soweit sein. 2019 könnte also das Jahr des Ostsees werden. Die ganz große Euphorie ist in der Stadt aber noch nicht ganz zu spüren. Das soll sich aber ändern. Dafür setzt sich unter anderem Dennis Kettlitz ein. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Cottbusser Ostsee. Dort hat man sich vor allem ein Ziel gesetzt. Der See muss bereits jetzt greifbarer für die Menschen werden. Ich erinnere immer an diese Aufbruchzeit zur Bundesgartenschau 94, 95, ist jetzt schon sehr lange her. Ich war da auch noch Kind, aber ich kann mich erinnern, dass in Cottbus da eine Stimmung da war, wo alle irgendwie ein Ziel vor Augen hatten. Und mit dem Cottbuser Ostsee müssen wir das wieder schaffen. Und ich denke, dass die Cottbusser das auch wollen. Aber sie brauchen auch Informationen, sie brauchen Visionen, Ideen, damit sie auch wissen, wo soll die Reise hingehen. Und das wollen wir als Förderverein natürlich auch mit begleiten. Am Ende muss es aber die Stadtpolitik und die Stadtverwaltung auch vorgeben. Beim Förderverein will man beispielsweise den Ostsee noch mehr in die Innenstadt holen. Im Frühjahr soll eine leerstehende Ladenfläche als temporärer Infopunkt aufgebaut werden. Im besten Fall kann man dann vielleicht auch schon Konkreteres zur konzeptionellen Ausrichtung des Ostsees präsentieren. Damit man sich von anderen Seen abhebt, braucht man ein Alleinstellungsmerkmal. Oberbürgermeister Holger Kelch hat dabei vor einigen Wochen die Idee eines CO2-neutralen Stadtteils ins Spiel gebracht. Stichpunkte wie autonome Fahrsysteme und Radwege aus Photovoltaikplatten sind da beispielsweise gefallen. Klingt alles natürlich noch nach Zukunftsmusik. Für Dennis Kettlitz können die Ziele aber nicht hoch genug gesteckt werden. Zu sagen, dieser Stadtteil am Stadthafen sollte CO2-neutral oder eine CO2-neutrale Bilanz haben, das ist erstmal grundsätzlich ein guter Gedanke. Und er sollte auch eine Vision sein, wo vielleicht der eine oder andere sagt, das ist doch gar nicht zu schaffen. Man muss sich ja manchmal auch unerreichbare Ziele setzen, um dann überhaupt auch was zu erreichen. Und deshalb werden wir das unterstützen, wo wir können. Zudem könnte ein bundespolitisches Modellprojekt auch zusätzliche Fördermittel rechtfertigen, auch mit Hinblick auf den Strukturwandel interessant. Genauere Ausführungen zum CO2-neutralen Stadtteil gibt es bisher aber noch nicht. Der allein wird wohl auch nicht reichen. Der Ostsee muss später vor allem mit Leben gefüllt werden. Dabei sind alle gefragt. Ob das die Wirtschaft ist, ob das die Kultur ist, ob das die Politik ist oder auch die Bürger an ihren Vereinen. Und das sind ja etliche in Cottbus. Und da trifft natürlich Sport, Kultur, Heimatverein, Förderverein, Bürgerverein. Da gibt es viele. Und alle sollten das Thema Ostsee, Cottbuser Ostsee, auch irgendwie thematisieren, denn alle brauchen wir am Ende auch, die diesen See ja dann ergreifen müssen und mit Leben erfüllen müssen. Und genauso vor allem private Investoren, denn wir brauchen hier Ansiedlung, wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen Kultur, aber auch Arbeitsplätze vielleicht, die hier entstehen können. Und das kann nicht die Politik und auch kein Förderverein machen. Und damit sollte es auch möglichst bald losgehen. Spätestens 2030 soll das Projekt Ostsee abgeschlossen sein. Klingt im ersten Moment nach viel Zeit. Doch angesichts dessen, was hier noch entstehen soll und muss, kann man nicht zeitig genug anfangen.